Der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden. Fleisch von Pferden und ihren Reitern. Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Och Gott, können wir jetzt endlich anfangen? Psst, warte halt. So ein episches Ereignis muss ja auch entsprechend eingeleitet werden. Glaub mir. Oh Gott, sorry. Ich will ja halt auch nicht den ganzen Nachmittag vertrödeln wegen deiner Aufführung hier. Ich mach das hier nur mit, weil du versprochen hast, mir einen Handwerker zu organisieren, der mir eine kleine Katzenklappe für den kleinen Flausch in mein Höllentor reinbaut. Ja, keine Sorge. Ich, Gott, hab dem Sergei schon Bescheid gegeben. So, dann fangen wir jetzt mal an. Möge der letzte Kampf beginnen! Kampf? Du hast gesagt, ich muss hier bloß ein paar Autogramme geben und für Fotos posieren und dann kann ich abzischen. Oh, ich hätt's wissen müssen. Das machst du immer so. Ich bin weg. Nein, halt! Satan, bitte. Das ist die ultimative Schlacht zwischen Gut und Böse. Wenn du da nicht mitmachst, wird das voll der Reinfall. Glaub mir. Das ist ja wohl dein Problem. Ich geh jetzt. Nein, Satan, komm schon. Ich, Gott, hab's den Leuten versprochen. Die Gläubigen warten seit Jahrtausenden darauf, dass diese Schlacht endlich losgeht. Die sind mittlerweile schon so heftig gehypt, dass ich da keine 0815-Show abliefern kann. Alleine wie viele Fan-Theorien das mittlerweile im Netz dazu gibt. Unglaublich, ich weiß. Die wollen jetzt wissen, wie das ausgeht. Sonst werden die sehr, sehr enttäuscht sein. Und das wäre traurig. Bitte, Satan. Ich will mit dem ganzen Quatsch hier nichts zu tun haben. Warum hast du auch so lange gewartet damit? Ja, eigentlich wollte ich das ja schon lange erledigt haben, aber dann hatte ich keinen Kalender, wo ich das reinschreiben konnte und als ich einen hatte, ist mir der Bleistift abgebrochen und dann gab's auf einmal diese Mormonen, wo dann jedes Mitglied noch einen eigenen Planeten geschöpft haben wollte und irgendwie ist es mir dann... Ich geh jetzt! Satan! Ist gerade wirklich schwer, einen Handwerker zu kriegen. Glaub mir. Wirklich sind gerade alle super beschäftigt. Da bräuchte man schon sowas wie ein, weiß nicht, allmächtiges, allwissendes, übernatürliches Wesen mit guten Beziehungen nach Osteuropa, um das fertig zu kriegen. Glaub mir. Na schön. Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. Das wird die größte, mächtigste und epischste Schlacht zwischen Gut und Böse, die die Welt je gesehen hat. Ja, dann los jetzt. Wo soll die Schlacht denn stattfinden? Wenn's weiter weg ist, muss ich auf dem Weg noch tanken. Keine Sorge, mein Freund. Wir sind bereits da. Aber das ist ein Schulflur. Du meinst wohl die Stätte des Krieges Gottes, des Allmächtigen. Das ist ein scheiß Schulflur. Oh, jetzt sei mal nicht so negativ. Ist halt auch echt schwer, so kurzfristig noch eine gute Location zu kriegen. Kurzfristig? Du hattest jetzt Jahrtausende Zeit, dir einen passenden Ort für deine große Entscheidungsschlacht zu suchen und jetzt hast du einen scheiß Schulflur. Ja, wollte mir das ja auf den Zettel schreiben, doch dann hatte ich keinen Zettel da und dann ist beim Schreiben mein Bleistift abgebrochen und... Oh, echt?
Wie sollen denn hier deine Engelsheere für die große Schlacht reinpassen? Wie? Ja, da hab ich auch ein bisschen umgeplant, weil gerade einige echt wichtige Erzengel gleichzeitig Urlaub eingetragen hatten und ich... Oh, das glaub ich jetzt nicht. Meinen Drachen kann ich dann wohl auch vergessen. Jupp, die sind sowieso total überbewertet, glaub mir. Ich dachte eh, wir setzen mal mehr so auf Klasse statt Masse. Darum hab ich... Gott entschieden, dass das Schicksal der Welt in einem Zweikampf des ultimativen Bösen und des ultimativen Guten stattfinden wird. Ich nehme an, ich bin dabei mal wieder der Böse. Jupp. Na gut. Und gegen wen soll ich dann kämpfen? Gegen dich? Gegen... du machst Witze. Ich, Gott, bin allmächtig und unbesiegbar. Ich bin schließlich Gott. Da hättest du null Chance, glaub mir. Ist mir egal, ich versuch's mal. Nein, das wäre nicht so gut, glaub mir. Ich bin gerade sowieso krankgeschrieben, weil meine Fußgelenke so ein bisschen verknorpelt sind. Aber keine Sorge, ich, Gott, habe da einen super Ersatz gefunden, der mich im Kampf vertreten kann. Meinen einzigen geliebten eingeborenen Sohn. Jesus Christus Superfighter! Gott? Na, sieht der nicht stramm aus? Ganz der Papa. Nee, Gott. Willst du mich verarschen? Der fällt doch schon von allein auseinander. Findest du? Ja! Was ist denn mit dem passiert? Vielleicht hat er was Schlechtes gegessen. Aber vielleicht hab ich ihn das letzte Mal, als ich ihn von den Toten wieder erwecken wollte, so ein bisschen zu lange liegen gelassen. Was? Wie kann man denn vergessen, dass sein eigener Sohn gestorben ist? Ja, hatte halt viel zu tun, wollte mir dazu auch noch eine Notiz machen, doch dann konnte ich den Bleistift nicht finden und mein Notizbuch ist abgebrochen und zack, schon waren 2 Wochen rum. Aber dafür sieht er doch noch richtig gut aus. Oh Gott, wie soll denn... Das jetzt... Oh, nicht so viel meckern, sondern kämpfen. Ich hab der Schulleitung versprochen, dass wir bis zum Mittagsunterricht fertig sind und alles wieder aufgeräumt haben. Also los jetzt. Aber... Die ersten Fans sind auch schon da und wollen jetzt was sehen. Willst du die etwa enttäuschen? Hui. Na, dem Herrgott sei Dank, ich bin noch nicht zu spät. Na los jetzt, je schneller du hier das Kämpfen anfängst, desto schneller sind wir hier fertig und desto schneller bastelt dir der Sergei die beste Katzenklo-Dingsbums-Tür überhaupt, glaub mir. Ja, ich mach ja schon. Gut, nun, endlich ist es soweit. Das Ende der Zeit ist gekommen. Das jüngste Gericht, der Herrscher der Welt, tritt dem Herrscher des Himmels gegenüber. Gut gegen Böse. Wer wird am Ende triumphieren? Die letzte Schlacht hat hiermit begonnen. Los! Herr Jesus, gib's dem Burschen so richtig. Oh, um den Heiligen. Herr Jesus, los, gib ihn. Los, Herr Jesus. Los, in die rechte, in die linke. Los, komm. Riss dich auf. Oh, Herr Jesus, lass dich bloß nicht aufs Kreuz legen. Mach den Viech in Satans Buben platt. Gib's dem mal so richtig altgestamentlich. Herr Jesus, Herr Jesus. Huh?
du lieber! Oh! Ach, Satan, was machst du denn da? Na, ich kämpf hier, so wie du wolltest. Ja, aber doch nicht so, dass du gewinnst. Verstehe ich das jetzt richtig? Ich soll hier absichtlich verlieren? Ja, das erwarten die Leute doch auch so. So hab ich, Gott, es ihnen ja versprochen. Das wäre doch voll so antiklimaktisch, wenn jetzt am Ende der Böse gewinnt. Glaub mir. Nochmal. Du hast deine Gläubigen jetzt 2 Jahrtausende hingehalten, um ihnen den letzten Kampf, der über das Schicksal der Menschheit entscheidet, zu präsentieren, bei dem der Ausgang aber sowieso schon von vornherein feststeht? Jop. Warum machst du den ganzen Mist hier dann überhaupt? Das ist doch ein abgekartetes Spiel. Das hättest du auch genauso gut lassen können. Oh, Mensch, Gott, echt. Hast mal wieder gemeint, du musst auf dicke Hose machen und dich wichtig machen. Oh, ich bin der große Gott und ich mache euch alle voll die Superschlacht, wenn ihr mich weiter anbetet. Oh, 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 dann hau ich aber alle Bösen tot. Glaubt mir, ich gehe jetzt wirklich. Das ist mir echt zu bescheuert. Satan, nein, du kannst doch nicht mitten im Kampf abhauen. Was für ein Kampf? Ein Kämpfer kann ja nicht mal mehr stehen. Och, den Jungen muss man nur ein bisschen aus der Reserve locken. Wenn der mal warm gelaufen ist, wird der zur heftigsten Killermaschine überhaupt. Hey, Junge, Satan hier hat gerade voll deine Mutter beleidigt. Glaub mir, der meinte, das wäre voll die heilige Matratze von Bethlehem. Über die alte Bumsnudel wäre schon der ganze Götter-Olymp drüber gerutscht. Mir reicht's, ich geh jetzt. Nein, aber Satan, dein Katzendings. Ich guck mir auf YouTube ein Tutorial an und mach's halt selbst. Meine Fresse, echt. Aber Satan, die Schlacht ist noch nicht fertig. Bitte, bleib da. Bitte, bitte. Bitte, Satan, ich meine, ja, flieh du nur, Herr der Lügen und Verzweiflung, verschwinde vom Angesicht der Welt. Wo geht's denn hier raus zum Parkplatz? 3. Tür auf der rechten Seite und dann verschwinde vom Angesicht des Parkplatzes und fahre direkt zur Hölle. Mach ich. Tschü. Freue dich, Welt. Der Fürst der Finsternis ist hiermit gebannt. Ich, der beste, klügste und mächtigste Gott des Universums, hat mal wieder triumphiert. Sehet und staunet. War's das jetzt schon? Voll lame. 2 von 10 Punkte. nein. Ich, Gott, konnte das Böse jetzt erstmal bannen. Sagen wir mal so für 1000 Jahre. Aber dann wird der Teufel wirklich ein für alle Mal ausgelöscht. Und ihr kommt alle in das neue Reich Gottes, ins Paradies, glaubt mir. Ui, ja wirklich? Na klar, das wird die längste, epischste und realistischste Schlacht, die jemals jemand gemacht hat. Mit Engelsheeren, weißen fliegenden Pferden, Eiszombies und 7 gehörnten Drachen mit mindestens 7 Köpfen auf den Hörnern. Das wird voll das einmalige, mächtigste Event ever. Glaubt mir. Oh, ach Gott sei Dank. Dann haben wir Gläubigen ja doch wieder was, worauf wir das nächste Jahrtausend endzeitlich hinfiebern können. Eben. Sag mal, du hast nicht zufällig gerade einen Bleistift da, müsste mir da mal ganz kurz was notieren.